Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Als At-Tufail radiallahu anhu mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vor seinem Haus standen, sagte er: O Muhammad, dein Volk sagte mir über dich so und so. Wallahi, sie brachten mich dazu, dich so sehr zu fürchten, dass ich meine Ohren mit Wolle geschlossen habe, damit ich nichts von dir höre. Doch Allah wollte, dass ich etwas von dir höre und fand es schön. So stelle mir deine Angelegenheit vor. Also präsentiere mir den Islam. So stellte er mir sie vor und las Suratul Ikhlas und Al-Falaq. Wallahi, ich hörte nie in meinem Leben solche Wörter wie diese und sah auch keine Angelegenheit, keine Sache, dessen Rechtlichkeit, also dessen Gerechtigkeit besser war. In diesem Moment streckte ich ihm meine Hand und bezeugte, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und so konvertierte ich zum Islam. At-Tufail radiallahu anh sagte: Dann lebte ich eine Zeit lang in Mekka und lernte dort die Angelegenheit des Islams und lernte aus dem Koran auswendig, was wie möglich war. Als ich mich entschied, zu meinem Volk zurückzukehren, sagte ich: O Gesandter Allahs, ich bin in meinem Land eine Person, der man gehorcht, und ich werde zu ihnen zurückkehren und sie zum Islam einladen. So bitte Allah, dass er mir ein Zeichen gibt, das mich unterstützt, wenn ich sie zum Islam rufe. So sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: O Allah, gib ihnen ein Zeichen. Also ging ich zu meinen Leuten hinaus, sodass, als ich in der Lage war, ihre Häuser zu blicken, ein Licht wie eine Lampe zwischen meinen Augen strahlte. Aus Angst sagte ich: O Allah, ich bitte dich, dass es irgendwo anders leuchtet. Aus Furcht, dass sie denken werden, es sei eine Strafe, weil ich deren Religion verlassen habe. So strahlte das Licht an der Spitze meiner Peitsche. Die Menschen schauten zum Licht, die wie eine hängende Lampe aussah, während ich vom Tal, der zwischen zwei Bergen ist, zu ihnen kam. Angekommen, kam mein Vater zu mir, und er war ein alter Mann. Ich sagte zu ihm: Halte dich von mir fern, o mein Vater, denn ich bin nicht von dir und du bist nicht von mir. Also, wir gehen getrennte Wege. Wir sind anders. Der Vater fragte: Warum, mein Sohn? At-Tufail radiallahu anhu sagte: Ich bin zum Islam konvertiert und folge jetzt die Religion Muhammads sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Ja, meine Religion ist deine Religion. Daraufhin sagte ich: Gehe und wasche dich und auch deine Kleider. So komme, damit ich dir lehre, was ich gelernt habe. So ging der Vater, reinigte sich und reinigte seine Kleider. Als er zurückkam, stellte ich ihm den Islam vor und er trat in den Islam ein. Sodann kam meine Frau und er sagte ihr das Gleiche: Halte dich von mir fern, denn ich bin nicht von dir und du bist nicht von mir. Sie sagte: Und warum? Ich opfere meine Eltern für dich, also ich tue alles für dich. Der Islam ist zwischen uns, denn ich habe den Islam angenommen und folge der Religion Mohammeds, sallallahu alaihi wasallam. Da sagte sie: Deine Religion ist meine. Ich sagte: Gehe und wasche dich vom Wasser Dhu Shara, ein Götzen, das um sich Wasser hat, was von einem Berg kommt. Sie sagte: Möge ich meine Eltern für dich opfern. Fürchtest du dich um die Kinder von Dhu Shara? Ich antwortete: Zugrunde gehen sollst du und Dhu Shara. Ich sagte dir: Gehe und reinige dich dort, weit weg von den Menschen, und ich versichere dir, dass dieser taube Stein nichts machen wird. Sie ging, reinigte sich und kam zurück. So erzählte ich ihr vom Islam und sie konvertierte. Danach rief ich Daus zum Islam, doch sie antworteten mir nicht sofort. Außer Abu Huraira, er war der am schnellsten den Islam annahm. Was At-Tufail danach tat, um Daus zum Islam zu rufen, erzählen wir das nächste Mal, inshallah.